So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es nicht um Erde gehen, nämlich heute geht es mal wieder um meine Schaben. Wer hätte das gedacht? Nämlich heute geht es um eine Art aus der Euler-Berus-Familie, nämlich die neueste Art, also der geilste Scheiß auf dem Markt, die Euler-Berus Marajoara. Eine wunderschöne Euler-Berus-Art. Vorab meine neue persönliche Lieblings-Euler-Berus-Art. Ich kann es euch gleich vorweg sagen, die adulten Tiere haben eine wunderschöne Zeichnung, wie man jetzt hier bei dem Kollegen sehen, bei der Kollegin sehen kann. Die haben so ganz schöne schwarze Striche hinten auf den Flügeln, wenn sie adult sind. Und sieht jedes Mal aus wie ein Pinselstrich, immer ein bisschen unterschiedlich dick, unterschiedlich gezeichnet, also wirklich wunderschön. Dann natürlich vorne auch wieder wie auch zum Beispiel die Serranos, auch dieses schwarze Halsschild. Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. So, ich erzähle euch alles, was ihr braucht, dass ihr diese wunderschöne Schabenart auch bei euch daheim halten könnt, aber auch natürlich daheim bei euch züchten könnt. Ich würde sagen, starten wir einfach direkt mit den Geschlechtsunterschieden. Vorab klären wir noch ganz kurz, wie kann man Jungtiere und adulte Tiere unterscheiden. Nämlich Jungtiere sehen einmal, wenn wir jetzt hier in der Erde suchen, so aus, also sprich einfach ohne Flügel, wie jetzt bei zum Beispiel Totenkopfschaben, also bei den Blaberus oder bei den argentinischen Waldschaben sind ja die Jungtiere genauso wie jetzt auch bei der Euler-Berus Familie unbeflügelt. So erkennt man die Jungtiere, sprich die Nymphen und auch natürlich auch noch die subadulten Tiere. Erst wenn sie adult werden, sprich ausgewachsen sind, kriegen sie diese wunderschönen Flügel. Und jetzt braucht ihr natürlich auch noch, wie man die adulten Tiere, aber auch natürlich die Nymphen unterscheiden könnt. Die Nymphen kann man nur anhand vom Umdrehen erkennen, aber die adulten Tiere sind die Weibchen ein bisschen stämmiger gebaut. Und wenn man jetzt hier daneben einmal das Männchen sieht, das ist einfach minimal kleiner. Aber da kann man sich natürlich nie zu 100% drauf versichern. Aber das wäre sozusagen der optische Unterschied, die Größe, dass die Weibchen einen Ticken größer sind. Aber wenn wir jetzt die Schabe nehmen, so, da, und diese Zeichnung, wie er gesagt, wunderschön. Und jetzt hier das Weibchen angucken, sieht man einfach relativ wenig, aber hier kann man jetzt die Rillen erkennen. Man sieht das letzte Segment, also man sieht ja diese einzelnen Rillen, und das letzte Segment ist sozusagen durchgängig. Jetzt nehmen wir das Männchen in die Hand, wenn das Weibchen von meinem Finger runtergeht. Und schauen das hier an. Und da sieht man das letzte Segment in der Höhe von den zwei Dornen. Ist auch nochmal so, wenn man das hier erkennen kann, auch nochmal einen Strich rüber. Das haben die Männchen. Wie bei allen Schaben, aber dass ihr das jetzt mal wieder gesehen habt, wollte ich euch das jetzt mal so zeigen. Genau. Jetzt wissen wir, wie wir Männchen und Weibchen unterscheiden können. Könnt ihr auch natürlich bei den Jungtieren anwenden. Ihr habt es auch gesehen, die Zeichnung war bei den Männchen wieder anders da, wie bei den Weibchen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Sie hat jetzt zum Beispiel fast komplett schwarze Flügel. Also wie gesagt, die Zeichnung einfach Wahnsinn. So, dann, wenn ihr jetzt sozusagen euch einen Zuchtansatz geholt habt, ob es 10 Tiere sind, ob es 30 Tiere sind, ich würde immer mit 30 Tieren starten, dann habt ihr sozusagen natürlich jetzt die Wahl oder Qual. Nehmt ihr eine Box, nehmt ihr ein Terrarium, oder nehmt ihr ein Aquarium, wo aber eher halt wirklich eher semi-gut ist, weil da belüftungstechnisch natürlich man nur den Deckel machen könnte, würde aber bei dieser Art auch noch gehen, wenn das jetzt kein Glasscheiben sind, die zu hoch sind, so ein 60 Liter Aquarium würde da auch noch gehen. Aber ich würde wirklich empfehlen, so eine Plastikbox. Ich habe hier zum Beispiel mal so ein Modell, das hat jetzt hier oben Belüftung, weil das halt ziemlich flach ist. Die Tiere sind jetzt hier nur drin, weil sonst die sich in der Erde verstecken würden, weil bei Gefahr gehen die natürlich in die Erde, so nebenbei gesagt. Dann, wie ja gerade schon gesagt, dadurch, dass sie in die Erde fliehen, ist natürlich der Haupteinrichtungsgegenstand bei diesen Euler-Berus, Marajoara, wunderschöner lateinischer Name übrigens, das Wichtigste, die Erde. Nämlich, da könnt ihr gute 10 cm reinhauen, könnt ihr Kokoshumus nehmen, könnt ihr Laubwaldhumus nehmen, könnt ihr sogar Kleintiereinstreu nehmen, habe ich schon gehört, haben es welche probiert, aber ich würde es wirklich eher auf Kokoshumus oder Laubwaldhumus halten. Da kann man halt minimal besser die Feuchtigkeit damit steuern. Und dann kann man noch so, habe ich auch in der Zuchtbox drin, noch so eine Kalkröhre, Kalkrinde
Oder auch natürlich eine Röhre würde auch gehen. Ihr könnt auch von Eiche oder Buche Rindenstücke nehmen. Das sind euch keine Grenzen gesetzt, was da die Einrichtung betrifft. Ihr könnt es natürlich sogar bepflanzen, würde ich aber eher nicht, weil die Schaben das natürlich auch untergraben oder auch teilweise je nachdem anfressen würden. Dann kann man natürlich auch noch Laub reinmachen. Das dient bei diesen Schaben hauptsächlich als Versteckmöglichkeit, als Futtermöglichkeit, ist Laub sozusagen bei denen eher nicht so beliebt, was meine Sachen gezeigt haben, wo ich es denen probiert habe zu füttern oder eher gesagt in der Box als Einrichtungsgegenstand reingemacht habe, haben die das Laub nicht gefressen. Dann ist natürlich futtertechnisch kurz dazu zu sagen, die mögen wie alle anderen Eulblaberus oder auch viele Blaberus-Arten oder so natürlich Apfel, Gurke, Banane, Zucchini, Fischfutter, Hundefutter, Katzenfutter. Das ist so das Wichtigste, natürlich das tierische Protein. Könnt ihr einfach checken bei den adulten Tieren, je nachdem wie viel Fischfutter ihr füttert, seht ihr, ob die Flügel angenagt sind, wenn ihr zu wenig füttert, und dann nagen die sich gegenseitig dann sozusagen die Flügel dadurch an. Füttert ihr perfekt, sind die Flügel so wie bei meinen Tieren hier perfekt rund, nirgendwo Nagspuren von den anderen Kumpels, und dann habt ihr eine saubere Sache. Dann, was ist noch dazu zu sagen, die Schaben sind lebengebärend, also sprich, die tun sozusagen das Eierpaket innerlich drehen, innerlich schlüpft dieses Eierpaket und dann tun das sozusagen nach einer gewissen Zeit die Babyschaben einfach aus der Mutter rauskriechen, sind dann am Anfang schneeweiß und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis sie dann sich sozusagen normal dunkel häuten oder eher gesagt nicht häuten, dann werden die erste dunkel und dann geht L1, L2, L3, L4 und so weiter und so fort. Also jeweils häuten die sich dann, bis diese wunderschön adult sind. So, temperaturtechnisch wie bei vielen Schaben so 25 bis 27 Grad Tagestemperatur, Nachtabsenkung gerne auf 22 Grad, alles unter 18 Grad auf lange Zeit und alles über 35 Grad auf lange Sicht ist für die Schaben gefährlich und sollte sozusagen einfach vermieden werden. Alles zwischendrin könnt ihr euch probieren einzupendeln. Wie gesagt, zu 25 Grad ist eine Optimaltemperatur. Luftfeuchtigkeit sollte es einfach nicht zu feucht und auch nicht zu trocken sein. Einfach so ein gutes Mittelmäß. Hier ist, dass die Erde wirklich sozusagen einmal so schön bröselig ist jetzt wie bei mir. Genau. Sonst ist dazu zu sagen, diese Schabenart kann keine Scheiben laufen, sowohl im Jungtierstadium als auch im adulten Stadium nicht. Dann können diese Schaben auch nicht fliegen, das sind Zierflügel, das dient der Schabe nur als Schutz und sozusagen kann damit nichts, jetzt kein Gleitflug oder irgendwas anrichten. So, das wäre es auch schon zu dieser wunderschönen Schabenart. Ich könnte noch stundenlang über die erzählen, weil die wirklich mega toll ist. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder auf einer Reptilienbörse oder sonst wo ihr mich auch irgendwo trefft. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.